Jo, liebe Leute, heute gibt es mal wieder was zu feiern. Nämlich mein zweijähriges Jubiläum. Und ich habe wieder ein bisschen Verstärkung, den Friesenstahl Moin. und einmal den Stricki. Guten Tag. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, wie letztes Jahr. Da kennen wir nichts. Ein Jahr Und gewartet. genau. Und ja, wir werden, denke ich, ein, zwei Runden spielen. Vielleicht, ich denke mal, zwei Runden. Ein bisschen ganz offen und ehrlich wie letztes Jahr über vielleicht die Dinge quatschen, die so im Hintergrund passiert sind. Was das CC-Programm angeht. Vielleicht damals 032, ich meine, so alt ist es in der Vergangenheit oder 033 jetzt. Auch wenn der eine oder andere vielleicht noch nicht so viel gespielt hat, um herauszufinden, was sich da geändert hat. Das war ich wohl. Ich nenne keine Namen. Nö, Und nö. ja, du hast ja schon den Sprung geschafft, wo ich ja vielleicht auch am Überlegen bin, das CC-Programm zu verlassen. Ja, das ist richtig. Ich will mich jetzt nicht auslassen und auch nichts Internes raushauen, aber es sind sehr viele Punkte, die mich einfach nur noch angekotzt haben und dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht. Jo. Ja, weil ich bin ja auch am Überlegen, vielleicht gegen Weihnachten oder Anfang des nächsten Jahres, mal schauen, vielleicht das auch irgendwann dann mal sein zu lassen, war natürlich eine interessante Zeit. Aber Das stimmt. vielleicht sollte man auch irgendwann ja, das Ganze an den Nagel hängen und vielleicht anderen Leuten auch die Möglichkeit geben. Weil mein Elan, sage ich mal, ist auch so ein bisschen langsam ja, erschöpft. Und ich Aufgebraucht. ja, und habe einfach nur das Gefühl, dass man einfach nur noch gegen eine Wand redet und dann muss ich mir das nie antun. Klar, ich kriege die tollen Panzer zum Testen nicht mehr vor, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so. Ja, dass ich das unbedingt haben muss oder so. Man kann nur Videos machen, hast du, glaube ich, schon angesprochen. Man kann, glaube ich, auch Videos machen, ohne dass man da irgendwo So sieht's aus. gewissen Posten hat und vielleicht sogar noch ein bisschen Ja. mehr Spaß hat. Und es ist ja so, es war ja nicht alles immer nur schlecht. Das wäre ja gelogen. Aber ich sag mal so, die letzten Monate, ja, also das kann man sich echt sparen, ne? Ja. Vielleicht sind das auch irgendwo interne Dinge, die sich da geändert haben, keine Ahnung. Man redet ja eigentlich nicht mit uns, aber vielleicht wünscht man sich das mal, dass die auch mal sagen, hey, das und das. Man muss ja nicht alles mit uns bereden, aber vielleicht so mal ein paar wichtige Dinge. Ja, die Informationspolitik an sich war so ein. Oh, jetzt, Nicht ich kann nicht passiert. reden und fahren, entschuldige. Also, die Informationspolitik war wirklich grausig. Ist sie auch noch. Und auch ich bin da am Überlegen, inwieweit das überhaupt noch hier Sinn macht. Denn, wie du schon sagtest, die Panzerchen testen und vorstellen, das ist nicht alles. So sieht's aus. Zumal testen beinhaltet ja auch, dass da irgendwas. Ein Testergebnis angenommen wird, weißt du, aber wenn das eigentlich egal ist, was man da sagt, ne? Mehr, ich will da auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Na, ich habe eher die Vermutung, habe ich mir jetzt mal eine lange Zeit lang überlegt. Wir haben jetzt die aus dem letzten Battle Pass die Fahrzeuge ausprobiert. Ich glaube, man hatte so ein extra Dokument, dort konnte jeder eintragen, was ist gut, was ist schlecht. Und da kam, glaube ich, sehr oft irgendwo die Anmerkung, hey, die Fahrzeuge sind im Allgemeinen viel zu gut, im Gegensatz zu den Fortschrittsfahrzeugen. Ich kann natürlich irgendwo verstehen, dass man die Leute heiß auf den Battle Pass macht oder dass die Leute Geld ausgeben sollen. Und dass das natürlich alles zeitlich sehr, sehr limitiert ist. Oder von Mal zu Mal muss man mehr Münzen erspielen oder die Stufen werden teurer. Ja, dass man mit Absicht die Fahrt, also man bringt natürlich die Fahrzeuge so rein, ne, wie sie sind. Davon gehe ich aus. Und vielleicht ist unser Feedback einfach nur so eine Bestätigung, hey, wir bringen was ziemlich Starkes raus. Mal schauen, ob die Leute das auch so aufnehmen. Ja. Da wird mit Absicht natürlich nichts dran geändert, weil dann würden die Leute ja vielleicht nichts mehr investieren oder nur weniger, als sie müssten. Ja, ist immer so eine Sache. Ich meine, die wollen ja, müssten ja auch Geld verdienen. Aber der Weg, ist entscheidend, ne? Ja, ich sage auch mal, die dürfen von mir aus Geld verdienen, alles gar kein Thema. Ja, das Wie ist halt auch sehr, Ja. sehr entscheidend. Aber anscheinend interessiert es auch nicht viele, sonst würden wir nicht einen Battle Pass nach dem nächsten haben. Es gibt genug Leute, die einfach trotzdem alles kaufen, was vorgeworfen wird. Ja. Ja. Und komischerweise sind das oftmals auch die, die nur am Feinden sind, dass alles so schlecht ist. Ja, weil die dann selber gefrustet sind. Warum auch immer, aber dann brauchen sie das Geld nicht ausgeben. Ja.
Aber es war bei allen Battle Parts ja gleich, dass am ersten Tag, in den ersten Stunden des Battle Parts, schon die Hauptpreise einem entgegengefahren sind. Also, ja, das ist natürlich das andere Extrem. Ja, gut, das ist aber eigentlich in jedem Spiel quasi so, ne? Finde ich auch jetzt gar nicht so schlimm, muss ja jeder selber wissen. Nur es ist eben halt so, wenn es Leute gibt, die permanent alles kaufen, egal was kommt, muss man sich nicht wundern, wenn es so bleibt. Richtig. Ja, oder es wird halt immer schlimmer oder die Situation wird ausgenutzt. Wir schmeißen was hin, egal wie gut oder extrem schlecht. Die Leute kaufen es ja sowieso. Aus welchem Grund auch immer. Auch sehr vielschichtig, aber es ist halt auch langweilig. Und wie gesagt, Geld verdienen muss sein. Ja. Unbedingt, weil sonst funktioniert das System nicht, aber eben die Art, wie es gemacht wird, eben, ja, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Wie gesagt, Geld verdienen dürfen sie, ist gar kein Thema. Sonst hätten wir das Spiel nie. Huch, oder, wo bin ich denn jetzt? Oder was wir auch, oder was ich vorhin schon angemerkt hatte, wenn die Leute sich alles kaufen können im Spiel oder sehr, sehr vieles, dann hast du einfach nicht mehr, wozu soll ich jetzt noch irgendwie grinden oder stolz drauf oder das Event ist zu Ende, ich habe jetzt vielleicht unendlich viel Zeit, gut, der andere hat nicht ganz so viel Zeit, dass man einfach sagt, hey, ich habe was geschafft, was die anderen nicht geschafft haben. Ja, also das ist so ein bisschen eben. Prestige, hin und wieder muss auch mal ein bisschen Schwanzvergleich muss mal sein. Ja, muss jetzt nicht natürlich ins Extreme gehen, aber so ein bisschen, denke ich, gehört immer so ein bisschen dazu. Aber 3 Monate später, hier guckt mal Kisten oder wir zerhackstückeln ein Fahrzeug in 100 Teile und da hier kauft mal. Ja, und vor allen Dingen eben, das hatten wir vorhin schon mal kurz thematisiert, die Sache Skill. Ja. Ich fand vorher das Spiel auch schon nicht wahnsinnig schwer. Klar, ein bisschen Können gehörte dazu, um gut zu sein. Und jetzt wird das ja komplett entfernt. Nur noch Ballerbude für jeden Alpha-Kevin. Also das kann es nicht sein, ne? Ja, ja. Ich meine, damals mit... Also vor dem großen Balance 2.0 war das Spiel wirklich Pixel-Hunting, ja, und da war ich jetzt auch kein Freund davon, das muss ich ganz echt zugeben, und da musste was geändert werden, es musste leichter werden für halt die breite Masse. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendjemand schlecht mache oder so. Ja. Die breite Masse, sprichst du von mir? Auch, ja. Und es musste halt einfacher werden, aber jetzt ist es halt so einfach oder so simpel. Ja, man hat sehr, sehr, oder auf Stufe 7 bis 10 wurde ja überarbeitet. Und so gut wie jeder Kampfpanzer hat frontal seine Schwachstellen verloren. Du hast jetzt, wenn du eine sehr hohe Durchschlagskraft hast, hast du noch irgendwo den Drehkranz, den du beschlagen kannst. Ansonsten ist wirklich nur noch das letzte Stück der untersten Wanne ein Schwachpunkt. Das heißt, wenn du irgendwie ein Fahrzeug-Cooldown hast, ja, dann kannst du gegen den gar nichts mehr an. Kommst du gar nicht mehr gegen den an. Kannst nichts machen. Die haben zwar auch Seitenpanzerung ziemlich krass verloren, aber tu mal einen Kampfpanzer flankieren. Wenn er vielleicht fünf Stück auf dich zurollen, mach das mal. Das stimmt. Was mir gut gefällt, ist die Mobilität an sich. Das Fahrgefühl. Das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Aber das ist auch eines der wenigen Dinge, die ich gut finde bis jetzt. Aha. Also wenn sie das Driften noch ein bisschen reduzieren würden oder die Anfälligkeit, dann wäre das noch ein bisschen besser. Das stimmt. Aber prinzipiell, grundlegend haben sie das gut gemacht, muss man sagen. Es fühlt sich ein bisschen besser an, ja. Oder man muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen oder hin und wieder mal die Handbremse nutzen oder was auch immer. Ich bin auch gerade tierisch erstaunt, wie wendig und flink der Terminator ist. Ja. Ja, du hast den jetzt mit dem Eingeschütz, ne? Ja, genau, den 2000er. Ja. Genau, der 2017er ist mir irgendwie ein bisschen träger vorgekommen, wo ich den mal ausprobiert hatte. Kann auch nur ein Gefühl sein, aber der 2000er ist irgendwie ein bisschen agiler und ein bisschen bessere Panzerung. Aber dafür den Schaden nicht mehr, ne? Obwohl der andere ja eigentlich die bessere Panzerung hätte. Das hier ist jetzt auch tatsächlich meine erste richtige Runde von irgendwas seit der 033. Ja, sehr schön. Und ich muss sagen, zumindest ruckelt es nicht mehr und ich habe kein Rubberbanding. Das ist ja auch schon mal was. Ja, 032 war ein bisschen sehr kaputt, was dieses Rubberbanding oder Lag anging. Das war sehr, sehr störend. Ich drehe durch. Wir sprechen davon und schon fängt das bei mir an zu ruckeln. Ne, ohne Scheiß jetzt. Ja, ich habe einen Knopf gedrückt. Ja, du bist das nämlich immer. Ja. Der gönnt dir die Abschüsse nehmen. Genau. Das war ja wie aufs Stichwort. Mann. Oh, ich habe hier eine Muni mehr.
sagt mir auch keiner. Ja, ansonsten war noch irgendwas Interessantes mit 032. Der Raid war, glaube ich, noch dabei, der ziemlich schlecht von hinten war. Ja, der Raid, der war ja furchtbar. Das war noch vor 32, oder? Ja, ich glaube, das war davor. Echt? Dann haben sie 32. Ich habe mich leer geschossen. Sowas ja, gibt's auch. Ja. Wir spielen zu schlecht. Ja. Lass mal dir was ablassen. Ach, hier mit Q kann ich ja auffüllen. Ja, das siehst du mal wieder. Ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Der friesischen Kuh. Ja. Ich hatte aber auch schon mal, ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, dass er von allein nachgeladen hat, wo die Muni leer war, keine Ahnung. Das geht auch. Ja, hat er, bis jetzt einmal ging es, weiß nicht, ob ich da irgendwas gemacht habe oder das Spiel mal wieder. Ja, man weiß es nie so genau. Ist es jetzt ein Bug oder war ich das aus Versehen? Ach, die große Drohne kommt hier gar nicht, oder? Oder habt ihr die schon? Ach, die hatten wir, glaube ich, weggekriegt, ne? Ja. Echt? Ja, wir sind gut. Ihr habt das gar nicht mitgekriegt. Habt ihr gut gemacht. Hier fliegt dann der Skill nur so um die Ohren. Sehr schön, haben wir doch schon die erste. Oh, wir haben gewonnen. Durch. So, Prost. Genau, Prost. Oh, was gibt's denn bei euch? Ah. Bei mir gibt's hier... wie heißt die Plörre? Energy Drink von Schlag mich tot. Genau, wir wollen ja keine Werbung machen. Mit hohem Rülpsfaktor. Das ist fantastisch. Ja, ne? Ich habe mir hier so ein Indian Pale Ale geholt, also so englisches Bier. Ui. Ist ja furchtbar. 7,2%, ne, da wird es gleich lustig. Oh, Herr. Oh, da müssen wir ein bisschen länger aufnehmen. Gleich fängt er wieder an zu grölen in der zweiten Runde hier. Genau. Ja, ich habe mir so ein Überraschungsbierbox gekauft, da waren 12 verschiedene Biere aus aller Welt drin. Okay, schön. Und es kostet zwar einen Haufen Geld und ich kriege auch viel Ärger immer, aber es schmeckt auch mal. Ja, okay. Oh, ich bin nur auf dem vierten Platz, da kannst du mal wieder sehen, wie scheiße ich bin. Ja, quatschen und spielen sie immer. Ja, das ist das Problem bei mir, dann höre ich auf zu schießen und ach, hör auf. Zum Thema MPT muss ich sagen, der M1A2 ist Stock, also ich habe noch kein Ding eingebaut, ne? Hm. Der ist noch nackig. Nackig? Hallo? Schon lässt sich schön leicht fahren. Irgendwie ist gerade der Ton bei mir weg, aber... Nee, ich höre noch alles. Oder wir reden immer mit dir. Nee, jetzt höre ich gleich auch wieder. Irgendwie war gerade eben kurz weg. Alles gut. Ich wollte gerade Riesenwitze erzählen, ne? Ach so. Ja. Nö, ist nicht. Ich tausche nur mal ganz kurz den Panzer, weil irgendwie... Sag mal, Friese, ist bei euch der Fips Asmussen aus deiner Gegend gekommen? Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Ja, der ist ja jetzt leider verschieden. Stimmt, da war was. Hm. Hat sich totgelacht wahrscheinlich. Ich habe mir da mal viele, naja, obwohl so lustig war er nicht immer. Also, nö, ganz im Gegenteil. Ich mochte den Humor überhaupt nicht. Also, von wenn er eine Stunde Witz erzählt hat, 20 Minuten waren gut und der Rest, der war eigentlich für die Tonne, ne? Ja. Und die 20 Minuten waren dann wahrscheinlich die Pause beim Bühnenumbau. Ja, oder wenn man einen im Tee hatte, oder. Ah. Ich glaube, ich bin da zu jung. Ich glaube, du hast nichts verpasst. Für euch wäre die ganze Stunde nichts, das stimmt. Eigentlich ziemlich platt, der Humor. Und er hat es halt immer manchmal so auf seine Art rübergebracht und da kam das eine oder andere nochmal witzig rüber. Aber wenn man es richtig auseinanderpflückt, war es eigentlich nichts. Ja, den einen oder anderen Brüller hatte er mal, aber das hat irgendwie jeder gehabt. Karl Dahl war auch mal witzig und später nur peinlich. Ne? Also, ist einfach so, wie es ist. Ja. Oh, der kommt auch aus Friesland. Gott, das die ganzen Deppen kommen hierher. Mann. Oder Hans-Werner Olm, die kommen alle von dir da oben. Mir wird gerade schlecht. Du bist der Fünfte in der Reihe. Oh. Der Einzige, der hier wegkommt und was taugt, ist Wolfgang Petersen. Aus dem ist was geworden. War das nicht der Regisseur? Ja, genau, dieser Hollywood-Regisseur Heini da. Ich weiß gar nicht, was für Filme der gemacht hat. Hier Titanic in Emden, oder wie hieß das? Oh, komm, wo sein, ja. Krieg schon Pippi in die Augen, ey. Igitt. So. Dann hast du falsch gezielt beim Strullen. Ja, macht nichts. Wenn du Pipi im Auge hast. Ah, da könnt ihr mich jetzt carryen.
Ja, ich fahre einfach geradeaus und ja, ihr könnt mir nachfahren. Ja. Ach, bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Was? Das Auto? Nö, die Mission hier. Achso, wir spielen. Ich denke gerade, sind wir nicht letztes Jahr auch genau diese zwei Missionen gefahren? Das ist möglich. Echt? Bist du sicher? One-Shot-Kill, was ist hier denn los? Boah, Betrug. Ja, ich stelle mich mal davor. Viel zu große Munition. Alter, wie kurz ist denn der Reload? 4,9 Sekunden? Ja. Dann haben sie ja vielleicht die Deutschen mal ein bisschen besser gemacht. Ich war ja immer sehr, sehr negativ über die deutschen Kampfpanzer eingestellt. Vielleicht. Ja, die hatten ja auch durchaus Nachteile, ne? Ja, mein panzerungstechnisch waren die echt immer sehr, sehr grauselig. Ja, das stimmt. Aber okay, jetzt ohne Witz, 4,9 Sekunden Nachladezeit beim 8er Leo. Ja, Alter. So. Ja, ich habe das aber reichlich. Ich habe 6,5. Ob das alles so richtig ist? Ja, bestimmt. Ich meine, ich habe auch 5, irgendwas Sekunden Reload. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, 5 ist auch ziemlich schnell. Was hatte ich denn vorher in dieser Kiste? So knapp an die 7, glaube ich, ne? Leo Revo. Ja, ich habe immer versucht, diese Fahrzeuge zu umgehen. Och, ich habe sie trotzdem mal gern gefahren. Was Russisches fahren. Ich bin erst spät. Oh. Kundschaft. Jo. Gerade den Leo 2A6, den mochte ich immer sehr gern, auch wenn er sehr viele Nachteile hatte. Ich fand sie eigentlich nie schlecht, aber mir war halt immer die Panzerung viel zu schlecht. Sonst, wenn ich im PvP gespielt, da hast du immer nur. Ja, du warst ratzfatz gefühlt, kaputt, wenn du. Gefühlt war da jeder Schuss ein Durchschlag, egal wie du dich hingestellt hast. Und das stimmt. Aber da jetzt. Kann das sein, dass ich viel zu weit vorne bin? Ne, alles gut. Aber ich häng irgendwo. Ach so. Oh, ich habe gerade die Übersicht verloren. Wer schießt mir da in den Hintern? Hey! Musa kaputt. Aber wie gesagt, da jetzt viele Kampfpanzer fast alle gleich sind, kann man denen vielleicht der Reihe nochmal eine Chance geben. Ja, also von einer Nachladezeit muss ich sagen, ganz schön flink. Hört sich halt lächerlich stark an, wenn man ausprobieren. Ja, also 4,9 Sekunden ist echt heftig. Ja, wenn die Mobilität da noch, sieht auch nicht so schlecht aus. Der dreht sich wie ein Brummkreisel. Ich bin begeistert. Bams. Ja, ich hab einen Kill. Abstauberst. Ja. Jawohl. Nenn's mal nie Kill. Kills klauen kann ich gut. Mache ich auch gern. Er muss doch noch so ein Leo sein. Ach, da hinten. Abgehauen. Ole, ole, ole. Das war's mit dem Leo. Abgesnackt. Ja, und was mir auch überhaupt nicht gefällt, sind diese Raketen, die jetzt immer minimalen Schaden machen, auch wenn sie nicht penetrieren, absolut. Oh ja, stimmt, das ist natürlich auch eine blöde Idee. Ich meine, die Raketen. Vor allen Dingen, es gibt ja ein paar Fahrzeuge, die ja richtig schnell Raketen raushauen, dann kann man ja einfach blind draufhalten. Ja, genau. Ja, du machst halt immer deine 150, 200 oder 300 Schaden, je nachdem, ne, und das ist halt schon ein bisschen langweilig. Ich meine, wenn du halt Gegner hast, die. Nehmen wir es mal einen Challenger, ne, irgendwas richtig krass gepanzert ist. Der hat nur noch 100 Leben, dann haust du halt drauf, ohne Sinn und Verstand, und dann ist er weg. Und er kann halt gar nichts gegen machen. Ich fahr neben Ziel, ja? Ja, kannst du machen. Ach, da ist noch ein Ziel. Ich guck da hin und weiß gar nicht, wo es ist. Also mir kommt der auch sehr schnell vor, hier mein Panzer. Ja, die sind alle. Im Allgemeinen sind die Kampfpanzer alle ein bisschen. Ja, die sind ganz schön flink geworden. Sogar der. Dicke Challenger fällt sich relativ entspannt. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Du bist passt schon. Abgebogen. Da kommt ein Leo. Ja, Batsch. So. Da war ein Leo. Ich hatte gerade auch noch einen Punkt, wo ich drüber meckern wollte, aber den habe ich jetzt gerade vergessen. Scheiße. Ja, bist jetzt so begeistert vom Update? Ja, ich habe Tränen in den Augen. Ey, ich fahre hier rum wie so ein kopfloses Huhn. Das machst du doch immer, oder? Ja, aber dann mit Absicht, heute nicht. Wer schießt denn da auf mich? So. Bin wieder im Bilde.
glaube ich. Okay, irgendwas mit dem... mit der Munition vom T-72 stimmt nicht. Wenn du einfach mal so eine 1000er Kelle raushaust, ich glaube, das ist... Gut, das ist aber reichlich, ja. Oder 1100 fast, das ist ja... doppelt so viel wie andere vielleicht hinkriegen. Aber es ist was Russisches, das muss gut sein. Oder sowjetisch, keine Ahnung. Ich ramm jetzt mal. Mal gucken, was passiert. Ja, nochmal Ramming Speed. Schön. Und das war ja gar nichts. So ein Mist. Man könnte denken, du bist ein professioneller kyrillischer Spieler. dann wäre ich schon ganz weit vorne und würde erstmal hier irgendwo in die Büsche fahren und mich verstecken. Echt? Von dort dann alles abzusnacken. Aber das Ramm sah nicht schlecht aus. Das war schon ziemlich geübt. Das war gekonnt. Das muss ich auch sagen. Also habe ich auch lange geübt. Ja, von hinten. Kann man sich eigentlich auch vom Zug überfahren lassen? Ja. Der, cool. Der schiebt dich weg und es kann passieren, dass er Schaden macht. Oh. Das ist mir zu viel Realismus. Ja. Ach. Also die Wendigkeit ist wirklich phänomenal bei dem Leo. Da macht man echt nicht meckern. Nee, wie gesagt, also allgemein. Aber es ist natürlich, was jetzt natürlich wichtig zu wissen wäre, ne? Die haben ja nur 7 bis 10 geändert. Wie sieht es denn jetzt auf 6 aus? Oder 6er gegen 7? Stimmt, die unteren haben sie ja gar nichts gemacht. Ja, 6er gegen 7, das ist ja das Interessanteste. Das stimmt. Okay, das waren jetzt 1160 Schaden mit einem Schuss. Das ist ein bisschen viel. Das ist echt gewaltig, ja. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden mache ich denn pro Schuss mit ihm hier. Ich finde nichts zum Draufschießen. Vorfahren. YOLO. Ja. Oh, ich mag jetzt YOLO. YOLO. Ja, jetzt kommen gleich ein Haufen Gegner hier. Ah, da kommt einer, kannst du mal drauf rotzen. Upsi. Voll in den LKW gerascht. Sehr schön. Ja, du musst ja eh zerstören. ...536 mache ich im Durchschnitt an Schaden mit Leo, das ist nicht viel. Mit Heat oder mit AP? Jetzt ganz normal AP. Okay, hast du Heat mit? Ja. Ich wechsle mal rüber. Sollte es eigentlich ein bisschen mehr werden. Hm. 593, auch nicht geil. Ja. Ja, dann schießt du ein bisschen schneller und hast weniger Schaden. Sieht ganz danach aus, ja. Ja, das kann auch mal gut und schlecht sein, solche Dinge. Manchmal passt das ganz gut, kommt immer drauf an, ja. Ich sag mal so, in Globs habe ich eigentlich auch lieber, dass ich schneller schieße und dafür nicht unbedingt so viel Schaden mache. Ja, hört sich vernünftig an. Wenn du kontinuierlich Schaden machst, ist wie so ein Light-Tank manchmal, der genau. so kleine Nadelstiche macht. Ey, wir haben gewonnen. Jo. Geil. Es war knapp, aber der Zug hat überlebt. Ach, die schöne Endsequenz. Ja. Da fühlt man sich ja richtig ein bisschen stolz, dass man das geschafft hat, ne? Ich habe ja mein Skill auch voll verbraucht jetzt. Ich bin durch. Okay, gut, dann denke ich, war es das. Meinst? Ja, war ja auch, glaube ich, denke, wie letztes Jahr so eine kleine Plauderrunde, offen, ganz ehrlich. Ansonsten kriegt man ja uns ja nie zu fassen. Ja, muss man ja auch das mal ist sagen, richtig. Dass wir da eher im Hintergrund und uns aufhalten. Apropos Hintergrund, ist Strichi noch da? Test, Test. Ja, bin da. Ach so. Hat er sich noch ein Bierchen geholt oder so? Er war im Keller. Ich habe mich nicht getraut. Anna, willst du? Die traust dich einfach nicht. Ich meine, ab der Hälfte der Karte habe ich ihn auch nicht mal irgendwo vorne gesehen. Wahrscheinlich hat er irgendwo rumgekämmt hinten. Das kann sein, der steht meistens ganz hinten und snipe mit hier 490er, wie heißt das Ding, Objekt. Und schreibt dann dauernd in den Chat, dass er nichts trifft. Ich hab's gebannt, VHS. Ich war vorne,
Brücke. VHS ist gut, ja. Mhm. Ja, VHS kenne ich auch noch. Genau, was sie auch noch geändert haben, ist ja, ne, dass die Durchschlagskraft reduziert wurde über die Entfernung. Oh gut, das kann man machen. Die ist aber, glaube ich, jetzt nicht so super hoch. Oder mal hier mal ganz ehrlich, wann snipert man wirklich schon mal mit einem Kampfpanzer über 400, 500, 600 Meter? Das ist ja eher der, naja. Das sind wirklich Ausnahmen. Der Regelfall. Nee, eben. Nee, die Änderung ist okay, finde ich. Also ist ja auch nicht alles Schrott gewesen, aber eben so ein paar Sachen sind ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Tja. Oh. Wofür will man schon Skill haben, wenn man einfach ballern kann? Ja, wir sollten uns mal überraschen. Ich glaube, mit 0,34 oder so soll er, glaube ich, PvE geändert, verändert, wie auch immer werden. Mhm. Das hatten sie ja damals in diesem... Wir haben nochmal so ein Dokument gekriegt, dass wir 0,33 vorstellen oder 32. Und da wurde es ja, glaube ich, ein bisschen angeteasert, dass es natürlich auch irgendwann mal geändert wird, aber wie und wo und was. Genau. Stimmt, da hatte ich was gelesen. Muss man sich überraschen lassen. Und jetzt haben sie ja gesagt, beziehungsweise der war ja der SS. Der hat, du schlimmer. Ich hasse das Kürzel. Ich auch. Denn im Q&A haben sie ja gesagt, der jetzt war erstmal PvP dran. Gut, weil sie eine Map jetzt reinwerfen demnächst. Ach so. Du weißt, was das wird noch. Und ich freue mich zwar drauf, aber hier ist das immer so zwiespältig hier bei AW mittlerweile. Aber mit dem nächsten Update ist dann PvE dran, haben sie gesagt. Und das nächste wird dann eine PvE-Map, die auf irgendeiner Special Ops-Karte basiert. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Hm. Oh, Entschuldigung. Wir machen nichts. Oh Gott. Kleiner Schluck trinken hier. Oh, wir sterben. Ja. Da kotzt er uns fast ins Mikrofon. Oh, ey. Das war's mit Noobdown. Ist gerade kostenfrei geworden. Alter Schwede. Keine Stimme mehr hier. Ja, dann würde ich mal sagen, hören wir lieber auf, bevor du gar nichts mehr an Tönen rauskriegst. Also, nee, ich glaube, die Stimme, jetzt kommt sie wieder. Oh. Ah, Mann. Ich dachte, das Alter Singen fällt aus. Ja, das wollten wir auch noch machen, ne? Oh Mann. Ja, aber sie sollten sich vielleicht irgendwann mal im Klaren werden, wenn sie ihr Einstellungsmerkmal irgendwann mal nach 10 Jahren vielleicht irgendwann gefunden haben, dass dort irgendwo dran gearbeitet wird. Ah, PvE ja. Ist halt nur mal, die Karten sind nun mal ausgeleiert und ausgenuddelt und dann müsste man hin und wieder doch mal was anderes bringen. Ja, mittlerweile kennt man es wirklich auswendig, ne? Aber wirklich jeden kleinen Stein kennt man. Ja, du hast nur noch die Wochenenden, wo wirklich mal die Spezialoperationen, wo man ja die, ist natürlich für neue Leute interessant, wo man die Geschichte ein bisschen nachspielen kann, dass man das aufholen kann. Das Labyrinth-Ding, okay, das hat mich jetzt auch nicht mehr umgehauen. Es war damals, wo es rauskam, super schwer, das hat Spaß gemacht. Ja, mittlerweile ist auch nur eine Lachnummer. Ich war ja letztens mal, habe ich ein Video gemacht, war ich mit der Artillerie alleine drin, mit 4 Randoms und es hat einwandfrei funktioniert und das ist immer so ein bisschen schade, wenn dann wirklich die Herausforderung, wie gesagt, die muss nie immer übertrieben sein, aber die sollte doch irgendwo immer ein bisschen da sein. Ja, so sehe ich das auch. Zumindest ein bisschen anstrengen muss man sich für manche Sachen. Ja, und wenn man sagt, okay, jetzt bin ich halt draufgegangen, dann mache ich halt nochmal. Ich weiß jetzt so ungefähr, was passiert oder die ersten 5 Minuten weiß ich vielleicht, dann kann ich mich darauf einstellen, dann lasse ich mich überraschen, wie es dann in den nächsten 5 Minuten weitergeht. Ja. Naja, ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten, aber ich sag's nochmal wieder, ich bin im Moment nicht gut zu sprechen auf AW im Allgemeinen. Ja, du hast jetzt erstmal brav durchgehalten. Ja. Jawohl. Jetzt kannst du dich erstmal wieder ausruhen. Ja, ich hau mich auch gleich so ins Bett. Muss also, weinen. Ich dachte aufs Sofa. Ach ja, nee, das ist abends. Vorher gehe ich immer ins Bett. Oh Mann. Na gut, dann denke ich, sind wir soweit durch. Ich denke, wir hatten sehr viel Spaß. Jawohl. Haben auch ein bisschen geflamed und ja, das muss auch mal sein. Und ja, man muss ja nicht immer alles schön reden, ne? Nee, manchmal Tacheles und dann ja, ist das mehr wert, als wenn was immer hübsch zu reden, ja, nee, bringt nichts. Nee. Na gut, dann danke ich euch, dass ihr da wart, dass ihr Zeit hattet. Gar nicht viel. Kein und, Problem. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder mit CC oder ohne. Ja, ich trage mir das direkt ein. Ja, ich bleib mal ein Jahr sitzen hier. Also. Gut, dann müssen wir schauen, wann American Dream dann wieder kommt.
Genau. Oh ja, das müssen wir timen, das stimmt, ja. Da müssen wir wirklich mal nachgucken, ob wir das wirklich gespielt haben. Das würde mich mal interessieren. Gemeinwohl, ja. Ja, aber wir können ja, wenn ich nehme jetzt schon auf, das American Dream, ja. Dann kommt es in einem Jahr raus. Na, wenn du das weißt, wie man das Datum am Ende retuschieren kann in der Auswertung, dann können wir das machen. Bestimmt. Wir zeigen die Auswertung einfach. Oh ja, ja, die schneiden wir raus. Spiel abgestürzt, nachher müssen wir neu starten. Genau. Dasselbe Video rausgebracht, geht auch. So sieht's aus. Das ist wie mit AC/DC, die bringen auch jedes Jahrzehnt dieselbe Scheibe wieder raus. Ja, so und das merkt keiner. Ja. Okay, dann danke ich euch nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschö. Danke, tschüss.